بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah weitermachen mit dem Tafsir von Surat al-Haqqa. Und wir werden versuchen, inshallah, heute die Sura abzuschließen. Wir hatten ja jetzt schon zweimal über die Sura gesprochen gehabt, haben sie in Abschnitte unterteilt, haben aufgezeigt gehabt, dass es sich um eine rein mekkanische Sura handelt und dass es in dieser Sura auch um eine Warnung geht an die Mekkaner, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon zuvor Menschen bestraft hat und Völker bestraft hat, welche noch viel fortschrittlicher gewesen waren, als die Quraysh waren. Und Allah Ta'ala, er hat hier mehrere Völker erwähnt gehabt. Welche Völker waren das nochmal gewesen? Habt ihr das im Kopf? Welche Völker wurden in Surat al-Haqqa erwähnt? Völker, die dem Untergang geweiht gewesen waren und die Allah Ta'ala aufgrund ihrer Sünden und aufgrund ihres Schirkes vernichtet hat. Ja. Firaun, Thamud, ja, Ad, Hud, ja, das ist ja Hud, also Hud ist ja Ad, ja, Thamud hatten wir schon, also Thamud, Ad, Firaun, Lot, ja, richtig, Al-Muqtafikat und auch Nuh alayhi salam indirekt, wie du gesagt, richtig gesagt hast. Ja? All diese Völker hat Allah subhanahu wa ta'ala kurz und knapp erwähnt. Einfach als kurze Botschaft. Einfach als kurze Botschaft. Und dann im nächsten Abschnitt geht ja Allah subhanahu wa ta'ala auf den jüngsten Tag selbst ein. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, was dann an jenem Tag geschehen wird, und dass es nur ein einziger Stoß in das Horn ist, der alles vernichten wird. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, wenn ins Horn ein einziges Mal geblasen wird und dann plötzlich alles zerstört wird. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً, und die Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet werden. Und dann zeigt Allah Ta'ala auf, es handelt sich hierbei um genau diese Al-Haqqa. Das, was auf jeden Fall eintreffen wird. Was Allah Ta'ala auch Al-Waqi'a nennt, das Ereignis. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَ, und Allah beschreibt es, was genau an jenem Tag geschehen wird. An jenem Tag dann trifft die Stunde ein, die eintreffen wird. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاعِيَةٌ, und der Himmel spaltet sich, sodass er an jedem Tag brüchig wird. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, und die Engel befinden sich an seinen Seiten, an den Seiten des Himmels. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jedem Tag acht tragen. Haben wir alles gesprochen gehabt. Das ist nur eine kurze nochmal Überleitung zu dem heutigen Teil, inshallah ta'ala. Bis hierhin sind wir gekommen. Bis zu dieser Ayah sind wir gekommen. Allah Ta'ala, er zeigt auf, wie gewaltig dieser Tag sein wird. Und wie gewaltig Allah ist und wie gewaltig er auch sich zeigen wird, nämlich durch seinen Thron, der nur von acht Geschöpfen, wir wissen nicht, was für Geschöpfe, aber wahrscheinlich Engel, acht Engel, getragen wird. Unglaubliche Geschöpfe. Wir hatten uns einige Hadithe angehört gehabt, wo nur die Strecke beschrieben wird zwischen ihrem Ohrläppchen und zwischen ihrem Hals, dass es sich um hunderte von Jahren Reise handelt. Eine Strecke, für die ich hunderte von Jahren benötigen würde, um sie zu überqueren. Unglaubliche Geschöpfe, die man sich nicht vorstellen kann. Und jetzt, nach dieser kurzen und knappen Beschreibung, durch diese eindrucksvollen Verse, geht jetzt Allah subhanahu wa ta'ala auf einen neuen Abschnitt,
des jüngsten Tages ein. Und dieser Abschnitt ist der Abschnitt, der einem wirklich Angst macht. Es handelt sich nämlich um den Abschnitt der Abrechnung. Wir müssen uns das so vorstellen, dass der jüngste Tag aus mehreren Abschnitten besteht. Es ist nicht ein Abschnitt. Es gibt den Abschnitt, wo der Mensch plötzlich auferstehen wird. Also vorher, wo alles zerstört wird, dann wieder nochmal ins Horn geblasen wird, die Menschen auferstehen werden, die Menschen erst einmal umherirren werden, voreinander fliehen werden, zu den Propheten gehen werden, um Fürsprache bitten werden, die Propheten sie jedoch alle ablehnen werden, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sich dann niederwerfen wird vor Allah ta'ala, und dann erst kommt das, worüber wir sprechen, nämlich der Zeitpunkt der Abrechnung. Und Allah ta'ala beschreibt das wie folgt. Wenn man nämlich sagt, das hatten wir auch letztes Mal erwähnt, hat das Allah ta'ala interessanterweise in vier aufeinanderfolgenden Versen immer ein Wort wiederholt. Welches war das? Yawma idin, jenen Tag. Nochmal hervorzuheben, wie gewaltig dieser Tag ist. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. An jenem Tag werdet ihr vorgeführt. Nichts von euch wird verborgen bleiben. Nichts von euch wird verborgen bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt hier auf, dass die Menschen jetzt samt ihrer Taten Allah subhanahu wa ta'ala zur Abrechnung vorgestellt werden. Und Aud ist wirklich etwas vorstellen, etwas zeigen. Ein Aud ist eine Aufführung in der arabischen Sprache. Also heutzutage, wenn ich von Aud spreche, spreche ich was? Von einer Aufführung. Wenn ich von einem Ma'arad spreche, spreche ich von einer Ausstellung. Ich stelle etwas aus. Und jetzt, subhanallah, Allah ta'ala, er sagt, يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ, ihr werdet ausgestellt. Ihr werdet vorgestellt. Wie wird das genau sein? Wir wissen es nicht. Aber eines wissen wir aufgrund der Hadithe unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass wir allesamt, jeder einzelne von uns vor Allah ta'ala stehen wird. Und zwar ganz allein. Und Allah subhanahu wa ta'ala jeden einzelnen von uns befragen wird. Und jeden zur Rechenschaft ziehen wird für das, was er getan hat. Und du wirst selbst vorgestellt, aber nicht nur das, sondern deine eigenen Taten werden auch dir vorgehalten. Deine eigenen Taten werden auch dir vorgehalten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht genau hierüber. Und er zeigt auf, es wird einen Unterschied geben am jüngsten Tag zwischen unterschiedlichen Formen von Abrechnung. Auf Arabisch Hisab. Es wird diejenigen geben, bei denen es bei dem Art bleibt, bei der Vorstellung bleibt. Sie werden Allah vorgeführt und Allah Ta'ala hält ihnen ihre Taten vor. Und dabei bleibt es. Und wir werden gleich den Hadith diesbezüglich erwähnen. Und dann gibt es diejenigen, mit denen Allah Subhanahu wa Ta'ala diskutieren wird. Und bei denen Allah subhanahu wa ta'ala jede ihrer Handlungen hinterfragen wird. Und diese Menschen haben keine Chance. Sie werden diese Prüfung nicht bestehen können. Und sie werden in jedem Fall bestraft werden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte hierzu. Und das ist eine Überlieferung von unserer Mutter Aisha radiallahu anha. Wo er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, man nuqisha al-hisab yawm al-qiyamati yu'adhib. Mit wem bei der Abrechnung am jüngsten Tag diskutiert wird, der wird bestraft. Man nuqisha al-hisab, von Niqash, diskutieren, Munaqasha, ja? Der wird bestraft, der hat keine Chance. Aisha radiallahu anha wunderte sich, weil sie kannte die Ayat aus Surat al-Inshiqaq, wo Allah ta'ala sagt, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Was aber jenen anbelangt, der sein Buch mit der Rechten bekommt, der wird eine leichte Abrechnung bekommen. Dann sagte sie, ja Rasulallah, aber Allah sagt das im Koran. Sie wollte diskutieren mit ihrem Ehemann, obwohl er der Prophet ist. Sie wollte aber nicht, sie hat ihn nicht in Frage gestellt, sie hat einfach verstehen wollen. Sie hat einfach verstehen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in der Da'wah. Nicht jeder, der eine komische Frage stellt, heißt, dass er gleich die gesamte Religion hinterfragt. Nein, gib ihm die Antwort und er wird sich damit zufrieden geben, in der Regel, wenn er wirklich nach der Wahrheit sucht. Es gibt Leute, die wollen einfach diskutieren. Es
Es gibt Leute, die stellen dir eine Frage nicht, um sich etwas Besseres belehren zu lassen oder um etwas zu lernen, sondern sie stellen dir eine sogenannte Sual-Ta'jiz. Sie wollen einfach, dass du nicht antworten kannst. Oder sie wollen mit dir diskutieren und debattieren. Und Aisha radiallahu anha, sie wollte wirklich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam diese Frage stellen, weil sie es nicht verstanden hat. Und hat dann diese Ayah zitiert aus Surat al-Inshiqaq. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ya Aisha, innama dhalika huwa al-arub. Genau das, was wir gerade hier haben. O Aisha, das ist nur die Vorstellung. Das ist nur die Vorstellung der Karten. Sie werden dir vorgehalten. Und dann wiederholte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Worte und sagte, Man nuqish al-hisab yawm al-qiyamah yu'adhib. Mit wem bei der Abrechnung diskutiert wird, am nächsten Tag wird er bestraft. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier in dieser Ayah zunächst erst einmal nur allgemein über den Arb. Das heißt die Vorstellung. Um dann die Menschen in zwei Gruppen aufzuteilen. Nämlich diejenigen, welche das Buch mit der Rechten bekommen. Und diejenigen, welche das Buch mit der Linken bekommen. Erst einmal bekommen alle dieselbe Chance. Wie wird das mit den Mu'min verfahren? Und Allah Ta'ala erwähnt den Mu'min zuerst, den Gläubigen, der gute Taten getan hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er erwähnt es in einer anderen Überlieferung. Indem er nämlich sagt, sallallahu alaihi wa sallam, yudnal mu'minu min rabbihi yawm al-qiyam. Der Mu'min wird seinem Herrn am jüngsten Tag nahegebracht. Fayadau alaihi rabbul izzati kanafa. Allah, der Erhabene, er wird daraufhin seinen Schutz über diesen Menschen tun, den Mu'min, der geglaubt hat. وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ Und er wird ihn seine Sünden eingestehen lassen. فَيَقُولُ لَهُ أَلَمْ تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا Hast du nicht dies und jenes an jenem und jenem Tag getan? Woraufhin dann der Mensch, der gläubig gewesen war, rechtschaffen gehandelt hat, sagen wird, better ja auch bin. Ich habe es getan. Oh mein Herr. Und Allah Ta'ala, er wird daraufhin zu ihm sagen, لَقَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ Ich habe diese Sünde in der Dunya bedeckt gehalten. Ich habe dich nicht bloßgestellt. Es war zwischen mir und dir. Ich habe dich zwar gesehen, aber meine Geschöpfe haben dich nicht gesehen. Und ich habe dich bewahrt. Und deswegen werde ich dir auch heute vergeben. Subhanallah. Und dann heißt es, فَيُعْطَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ Und er wird dann sein Buch mit der Rechten bekommen. Das heißt, in jedem Fall, egal was ist, du wirst vor Allah stehen. Und Allah Ta'ala, er wird dir deine Taten vor Augen halten. Und das ist heutzutage etwas, was wir gewohnt sind, was wir kennen. Überall gibt es Kameras. Auch Kameras, die irgendwo geheim aufnehmen, du weißt gar nicht Bescheid. Und im Nachhinein kann dir das alles vorgestellt werden. Wir müssen uns unter einem Buch, nicht ein Buch aus Blättern und Tinte vorstellen. Sondern Allah Ta'ala, was das für ein Buch sein wird. Vielleicht wirst du das in 3D sehen. Vielleicht wirst du sogar noch mal mittendrin sein. Und das alles dich selbst beobachten können. Wie du es getan hast. Mit Ton. Mit Bild. Du siehst dich selbst, kannst dich selbst beobachten. Allah Ta'ala. So dass es keine Möglichkeit mehr gibt, das in irgendeiner Weise zu verleugnen. Der Mu'min tut so. Er schämt sich nur. Der Mu'min, er verleugnet nichts. Er schämt sich nur. Er sagt, ja, Allah, ich hab's gemacht. Es tut mir leid. Was soll ich tun? Subhanallah. Und Allah, wenn er einen Menschen bedeckt, das ist ein Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn vergeben möchte. Wenn aber Allah ta'ala einen Menschen bloßstellt, dann ist es häufig ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch eine gewisse Grenze überschritten hat. Einmal kam ein Mann zu Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda. Der hat irgendwas gemacht, irgendwie geklaut oder irgendetwas getan. Und dann meinte dieser Mann zu Umar, ja Amir al-Mu'minin, das ist das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe. Bitte verzeih mir. Dann meinte er zu ihm, du lügst. Wäre es das erste Mal, hätte Allah dich nicht bloßgestellt. Wäre es das erste Mal, hätte Allah dich nicht bloßgestellt. Allah Ta'ala erstellt einen Menschen in der Regel nicht sofort los.
Und erst wenn der Mensch übertreibt, es immer wieder macht, irgendwann einmal kommt es zum Vorschein. Allah gibt dir immer wieder eine Chance. Allah Ta'ala ist As-Sittir, der Bedecker, derjenige, der bedeckt, der einen Menschen schützt, der einen Menschen Schutz gewährt. Und Allah Ta'ala, er liebt As-Satr, er liebt das Bedecken. Eine Eigenschaft, die wir uns auch zu eigen machen sollten, dass wir nicht die Sünden der anderen versuchen, immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen oder Menschen bloßzustellen oder nach ihren Fehlern zu suchen. Eine der schlimmsten Dinge, die man überhaupt machen kann, die Allah Ta'ala überhaupt nicht liebt, verabscheut übers Äußerste. Allah liebt es, dass man sich gegenseitig bedeckt, weil wer von uns ist schon fehlerfrei? Wer von uns ist schon fehlerfrei? Wer von uns ist sündenfrei? Und wie einige das Sahabe gesagt hatten, wie Abdullah ibn Abbas, hätten die Sünden einen Geruch, dann würde sich niemand meine Nähe geben. Das sagt jetzt mal Abbas, was machen wir denn jetzt? Hätten die Sünden einen Gestank, einen Geruch, keiner hätte sich in unsere Nähe begeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird diesen Menschen vergeben. Und umgekehrt genauso, derjenige, mit dem er diskutiert wird, der hat keine Chance. Und er bekommt dann sein Buch unternehmen. Und jetzt genau darauf geht Allah subhanahu wa ta'ala ein. Aber bevor wir darauf zu sprechen, kommt nochmal ein wichtiger Aspekt bezüglich der Abrechnung. Und zwar erst einmal, Allah Ta'ala, er sagt, nichts von euch wird verborgen bleiben. Und deswegen, mein lieber Bruder, liebe Schwester, nutze diese Chance, dass du noch auf der Erde bist und nicht unter der Erde. Jetzt kannst du dafür sorgen, dass deine Abrechnung am jüngsten Tag leicht sein wird. Du kannst dafür sorgen. Du kannst jetzt direkt anfangen zu bauen, indem du nämlich selbst mit dir hart ins Gericht gehst. Indem du dich einfach zur Rechenschaft ziehst. Und das ist gar nicht so schwierig. Viele denken, oh, das ist schwierig. Das ist nicht schwierig. Es geht nur darum, dass man sich ein bisschen Gedanken macht über sich selbst. Wo stehe ich eigentlich? Was tue ich eigentlich? Wie ist eigentlich meine Beziehung zu Allah, meine Beziehung zu meinen Mitmenschen? Und dass ich dann versuche, daran zu arbeiten. Weil wenn du nicht einmal weißt, wo du stehst, wenn du nicht einmal weißt, wo das Problem liegt, wenn du nicht einmal merkst, dass bei dir alles schief läuft, wie willst du dich dann verändern? Funktioniert nicht. Jemand, der nicht weiß, was schief läuft, wird sich nicht verändern können. Jemand, der nicht weiß, dass er eine schwere Krankheit hat, wird auch kein Heilmittel dagegen nehmen können. Jemand, der nicht weiß, dass sein Unternehmen nicht läuft, der wird irgendwann einmal auf die Nase fallen und sein Unternehmen in den Konkurs treiben. Und der Konkurs in der Dunya, ja okay, es ist zwar schlimm, aber man überlebt es. Aber der Konkurs am jüngsten Tag, der ist nicht wieder gut zu machen. Unausgleichbar. Und wir sind jetzt im Monat Schaban. Und der Monat Schaban ist der ideale Monat, um sich noch einmal wirklich Gedanken zu machen, wo man steht. Ich möchte hier, das ist kein Exkurs, nochmal diesen schönen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde von Usama ibn Zayd. Ja Rasul Allah, lam araka tasumu min shahri min shuhuri ma tasumu fi Sha'ban. Gesandter Allah, ich habe dich in keinem Monat so viel Fasten gesehen wie im Monat Sha'ban. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete mit den Worten: ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. Dies, weil es sich um einen Monat handelt, den viele Menschen vernachlässigen. Zwischen Rajab und Ramadan. Rajab ist ein Haram-Monat, ein heiliger Monat. Und Ramadan ist der Fastenmonat. Viele Menschen sagen sich, okay, jetzt kann ich mal ein bisschen nachlässig sein. Und mal ein bisschen mich auf die Dunya konzentrieren, wo es genau umgekehrt sein sollte. Und dann ist der wichtige Punkt für uns. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Das ist ein Monat, in dem die Taten zum Herrn der Welt mit emporsteigen. فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَالِحٌ. Und ich möchte, dass meine Taten emporsteigen, während ich faste. Es ist ein Monat, wo ein Jahresbericht zu Allah emporsteigt. Wir haben jeden Tag zwei Berichte, die zu Allah emporsteigen. Am Morgen und am Abend. يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Die Engel, sie wechseln sich ab haben Schichtdienst. Engel am Morgen, Engel am Abend. Und jeder Engel, der zu Allah emporsteigt, steigt mit einem Bericht empor. Weiß nicht Allah, was wir tun, doch er weiß es. Aber es ist für dich, es wird für dich aufgewacht, damit du später dein Buch lesen kannst.
Und dann gibt es einen Wochenbericht, immer am Donnerstag. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Donnerstag gefastet. Und er hat gesagt, es ist ein Tag, wo die Taten zum Herrn der Welten emporsteigen. Und dann gibt es einen Bericht im Schaban am Ende des Jahres, welches Ramadan begonnen hat. Wo nochmal die Taten zu Allah im Herrn der Welten emporsteigen. Jetzt hast du die Möglichkeit, noch einmal in dich zu kehren. Wo stehe ich eigentlich? Was habe ich bisher getan? Wie habe ich mein Jahr eigentlich genutzt? Ein Jahr ist wieder vorbei. Stell dir das mal vor, ein Jahr. Ein Jahr von wie vielen Jahren? Ich weiß es nicht. 60, 70, vielleicht auch nur 30 Jahre. Vielleicht auch nur 20 Jahre, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nur 20 Jahre. Vielleicht wird es einige unter uns hier geben, die Ramadan nicht erleben werden. Wir wissen es nicht. Hat jemand eine Garantie von uns? Ich habe keine Garantie. Keiner hat eine Garantie. Ja, vielleicht wird irgendjemand von uns hier gehen, subhanallah. Ja, und er ist noch mitten in seiner Jugend. Und deswegen nutzt er die Zeit. Und rechne mit dir selbst an. Mach es so, wie es Umar ibn Khattab von uns verlangt hat. Ja, Johannes, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. O ihr Menschen, rechnet mit euch selbst ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Wasinu anfusakum qabla an tuhasabu. Und wiegt euch selbst auf, bevor ihr aufgewogen werdet. Fa innahu ahwanu lilhisabi yawm al-qiyamah an tuhasibu anfusakum fid dunya. Weil es leichter für euch ist, am jüngsten Tag, dass ihr mit euch in der Dunya abrechnet. Kommen wir weiter. Wie geht es weiter? Nachdem Allah Ta'ala darüber gesprochen hat, spricht Allah Ta'ala zunächst erst einmal über die Leute der Rechten. Diejenigen, welche das Buch mit der rechten Hand bekommen werden. Die erste Kategorie. Und diese Ayah ist so unglaublich. Ich finde diese Ayah so unglaublich. Man kann sich das richtig vorstellen. Allah, man kann sich das richtig bildlich vorstellen, wie es am jüngsten sein wird. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird. فَيَقُولْ, so wird er sagen, هَاُمُقْرَأُوا كِتَابِيَ. Der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Ha, hum, ja, das ist so ein Ausdruck, ja, so, ihr da. Ja, das kann man auch so, ha, hum, da kann man auch sagen. Man ruft die Leute, die wir gelernt sagen wahrscheinlich die Gläubigen, die um sich herum sind. So wie jemand, der eine Prüfung bestanden hat. Ah, kriegst du die Arbeit wieder, kennt ihr das, ihr sitzt in der Klasse, kriegst eine Arbeit und dann hast du mal eine Eins. Boah, willst du jedem zeigen, oder? Ja, wenn du dein Zeugnis bekommst, ein gutes Zeugnis, was willst du machen? Ja? Du willst nach Hause gehen, deinen Eltern zeigen, ja, machst ein Foto, schickst es in die Family Group. Ja, du freust dich. Ja, 1-0, ja? Mashallah. Hier, ist, du willst das jeder mitbekommen auf der ganzen Welt. Ha, umuqra'u kitabiyah. Er wird sich freuen, er wird glänzen. Er kann es kaum fassen, ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden, nicht das Abitur. Nicht meinen Bachelor, nicht meinen Master. Ich bin nicht Doktor geworden. Ich habe die Prüfung des Lebens bestanden. Das gibt es mir, ganz ehrlich. Ich habe die Prüfung, nicht eine, die Prüfung bestanden. So jemand, der wird so glücklich sein, das kann man sich nicht vorstellen. Der wird laufen mit einem lächelnden Gesicht. Hier, guckt, lest mein Buch. Ha, umuqra'u kitabiyah. Und dann wird er sagen, warum? Wie hast du das geschafft? Die Leute werden ihn vielleicht fragen, was hast du gemacht, dass du bestanden hast? Inni dhamantu anni mulaqi hisabiyah. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begeben werde. Ah, er hat sich vorbereitet. Er wusste, es gibt eine Prüfung und hat sich dementsprechend vorbereitet. Hat nicht gewartet bis nach dem Tod. Er hat sich vorbereitet, er war bereit gewesen. Sei bereit jetzt. Wir haben immer wieder Erinnerungen. Durch unsere Dunya-Prüfungen wissen wir, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein. Sei vorbereitet für die Lebensprüfung überhaupt. Für die Prüfung überhaupt. Inni dhanantu anni mulaqi hisabi. Und immer wenn Allah das Wort Dhanna benutzt in Bezug auf einen Mu'min, bedeutet das, ich war mir sicher gewesen. Avon ist hier was? Mit Sicherheit. Und immer dann, wenn es verbunden wird mit einem Kafir, dann ist es Zweifel. Aber hier ist es klare Gewissheit. Absolute Gewissheit. Er hat sich mit dieser Angelegenheit beschäftigt. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. So wird er in einem zufriedenen Leben sein. في جنة عالية, in einem hohen Garten, قطوفها دانية, dass du Pflückobst herabhängt,
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. Diese Ayah ist sehr wichtig. Diese Ayah ist sehr wichtig. Warum? Weil diese Ayah zeigt uns Allah Ta'ala auf, dass wir auf der einen Seite das Paradies betreten, aufgrund dessen, was wir vorausgeschickt haben an guten Taten. Aber auf der anderen Seite wissen wir gleichzeitig, dass keiner von uns das Paradies betreten kann, nur aufgrund seiner Taten. Sondern wenn überhaupt, dann durch die Barmherzigkeit Allahs. Wenn überhaupt, dann durch die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Es gehört also beides dazu. Das ist nicht anstrengend. Aber ich strenge mich nicht an, um das Paradies zu verdienen, weil keiner kann das Paradies verdienen. Sondern das, wonach ich mit meinen Taten strebe, ist was? Ist die Nähe Allahs, ist die Rahma Allahs, die Barmherzigkeit Allahs. Und das müssen wir verstehen. Es gibt viele Leute, und das ist so eine merkwürdige Einstellung, die manche Muslime haben. Die fragen dich, ja, was kriege ich denn, wie viel Hasana kriege ich, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, mit dem Auto zur Moschee fahre. Der Prophet hat ja gesagt, ja, laufen, aber wie ist es dann mit der sozusagen Umdrehung dann der Räder? Kriegt dann dieselbe Hasana, dieselbe Anzahl? Ja, die versuchen das zu berechnen. Das funktioniert nicht. Ja, du bist nicht jemand, der, sage ich mal, jetzt versucht die Hasana, ja, weil natürlich streben wir nach Hasana, wir freuen uns über Hasana, über gute Taten. Aber am Ende streben wir nach was und warum machen wir das? Damit wir die Nähe Allahs erlangen, die Rahma Allahs erlangen. Weil nur sie ist es, welche uns das Paradies betreten lässt. Nicht unsere Taten. Es gibt eine Überlieferung, ich bin mir gerade nicht sicher, wie authentisch sie ist, aber sie ist sehr bekannt, aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie authentisch sie ist. Und zwar, dass ein Mann am jüngsten Tag vor Allah stehen wird und Allah Ta'ala, er wird ihm dann sagen, oh mein Diener, betrete das Paradies durch meine Barmherzigkeit. Woraufhin er dann sagen wird, nein, oh Allah, nicht durch deine Barmherzigkeit, durch meine Taten. Daraufhin sagt dann Allah, gut, wie du möchtest. Und er sagt zu den Engeln, nehmt nur eine einzige Gnade von den Gnaden, mit denen ich ihn überhäuft habe. Und die ich ihm gegeben habe. Und nehmt all seine Taten und legt sie in die andere Waagschale. Und sie nehmen das Augenlicht, nur das Augenlicht, legen es in eine Waagschale und seine Taten und legen sie in die andere Waagschale. Und was ist schwerer? Was liegt schwerer in der Waagschale? Das Augenlicht. Unbezahlbar, wenn man ganz ehrlich. Jemand, der blind ist. Nur mal so. Jemand, der blind ist. Und der die Möglichkeit hat, wiederzusehen. Und er besitzt 1 Milliarde. Glaubt ihr, er würde diese 1 Milliarde opfern für sein Augenlicht oder nicht? Direkt, oder? Also ich würde sofort machen. Also wenn ich blind wäre und ich hätte 1 Milliarde auf dem Konto, ja, und ich wüsste, ich könnte für 1 Milliarde wieder sehen. Ich weiß, natürlich, was habe ich schon 1 Milliarde, wenn ich die Schönheit dessen, was ich habe, nicht sehen kann, oder? Nichts. Wir haben es einfach kostenlos. Einfach so. Die meisten von uns haben. Und Allah Ta'ala hat das Augenlicht einigen wenigen Menschen genommen, nochmal zu zeigen. Schaut mal, es ist nicht selbstverständlich. Wallahi, es ist nicht selbstverständlich. Und daraufhin sieht der Diener, oh mein Gott. Und Allah sagt, nimm ihn ins Höllenfeuer. Und er meinte, nein, ja, Allah. Durch deine Barmherzigkeit. Und dann lässt ihn Allah Ta'ala das Paradies betreten. Subhanallah. Es ist die Rahma Allahs, nach der wir streben. Es ist die Rahma Allahs, nach der wir streben. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala darüber gesprochen hat, spricht er über die andere Fraktion. Die Fraktion, welche verlieren wird. Welche nicht vorbereitet gewesen war. Welche vielleicht auch geläutet hat. Und Allah Ta'ala, er sagt, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden. Genauso wie der Schüler, der nur 5 auf dem Konto hat. Wird nicht versetzt und muss jetzt nach Hause gehen. Ah, der versucht erstmal mehrere Umwege zu machen. Kommt nach Hause, versucht in sein Zimmer zu gehen, abzuschließen. Ja, nicht mit den Eltern sprechen. Ja, nicht. Ja, versucht, ja, dafür zu sorgen, dass keiner das mitbekommt. Genau dasselbe. Hätte ich doch bloß mein Buch nicht bekommen. Wie würde er das bekommen? Es gibt noch andere Ayah. Wara'a Zahri. Deswegen sagen die Gelehrten,
er wird das Buch nicht nur einfach mit der Linken bekommen, sondern er wird das Buch mit der Linken bekommen, hinter seinem Rücken. So, als würde er gleich gefesselt werden. Du willst dieses Buch nicht sehen, du willst dieses Zeugnis nicht haben. Ja, leitani lam utet kitab. Stellt euch mal diesen Menschen vor, der nach dieser Abrechnung, wo Allah mit ihm diskutiert hat, Allahu a'lam, wie lange diese Abrechnung gehen wird, dann plötzlich das Buch in die Linke bekommt. Solch ein Mensch muss am Boden zerstört sein. Er weiß nicht, was ihn erwarten wird. Oder vielleicht weiß er es, er kann es sich jetzt vorstellen. Und deswegen sagt er jetzt, وَلَمْ أَدْرِ genau, يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ. Oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden. Und dann, وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ. Und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist. Er hatte die Möglichkeit gehabt in der Dunja, aber er wollte nicht. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ. Oh, wäre dies doch nur das Ende. Al-Qadi, Al-Darba, Al-Qadi. Was heißt das, Al-Darba, Al-Qadi? Auf Arabisch. K.O. schlagen. Wäre das doch der K.O. Schlag. Wäre das doch das Ende meines Lebens. Wäre ich doch nicht mehr da. Würde ich doch einfach am Erdboden versinken. Das geht nicht voraus. Es geht weiter. Das ist das wahre Leben. Jetzt beginnt erst das Leben. All das war nur ein Spiel gewesen. Jetzt beginnt erst das Leben. Er wünscht sich zu sterben, aber kann nicht sterben. Und dann, nichts hilft ihm. Sein Vermögen hilft ihm nicht. Nichts nützt mir mein Besitz. Allah zitiert ihn, was er sagt. Also Allah zitiert denjenigen, der jetzt in dieser Situation ist. Halaka anni sultaniya. Vernichtet ist meine Macht für den Nukathir. Und einige andere Gelehrten haben gesagt, mit Sultan ist hier nicht gemeint. Die Macht, weil das betrifft ja nicht nur die Regenten und die Herrscher, sondern damit ist gemeint, seine Argumente, mit denen er immer gegen die Religion argumentiert hat. Alles nützt mir nichts. Dass ich schlau gewesen bin, dass ich klug gewesen bin, das wird mir nichts nützen. Ich kann mich noch versuchen, so sehr herauszureden, es bringt alles nichts. Halaka anni sultaniya. Und dieses Herr am Ende ist sehr interessant. Dieses Herr am Ende, was wir haben in Surat al-Haqqa, das ist so ein Herr, was man als Sekt benutzt. Als Sekt. Was ist Sekt? Das ist so eine Art Pause. Ich lege eine Pause ein. Und dieser Sekt, der wird nach den meisten Gelehrten auch gelesen, wenn die Ayat miteinander, nach den meisten Qurra, sozusagen, welche eine Lesart hatten, wird das auch gelesen, während, wenn ich die Ayat miteinander verbinde. Das heißt, ich würde lesen, ja, مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. Ja, also ich verbinde sozusagen diese Ayat. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ. Weil normalerweise, wenn ich das verbinden würde, müsste ja das Herr wegfallen. Also ich müsste dann nehmen, وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ. Aber das Herr besteht nach dem meisten Punkt. Und das zeigt noch einmal, subhanallah, Allah ta'ala, ja, er zitiert hier regelrecht denjenigen, der am jüngsten Tag dieses Buch bekommt. Wird zitiert, ja. Genauso wie er es sagt. 1:1. Er versucht eine Sache nach der anderen aufzusagen. Ma aghna anni maliya. Bleibt kurz inne. Und dann, halaka anni sultaniya. Vernichtet ist meine Machtfülle. Und jetzt kommt was. Jetzt kommt die Anordnung von Allah. Khuduhu farulluh. Nehmt ihn und fesselt ihn dann. Thumma al-jahima salluh. Hierauf setzt ihn den Höllenbrand aus. ثم في سلسلة hatten wir gesagt, Surat al-Haqqa heißt Surat al-Sinsila. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Hierauf steckt ihn eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Das heißt, die Strafe kommt sofort. Er wird wie ein Verbrecher behandelt. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Und wenn im Koran das Wort die Zahl 70 genannt wird, dann kann damit wirklich 70 gemeint sein. Es kann aber auch im übertragenen Sinne viel bedeuten. Es muss nicht wirklich genau 70 sein, sondern es kann auch was für viel stehen. Und jetzt begründet Allah Ta'ala, warum er diese Strafe verdient hat. Und das erste ist, innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Er pflegte nicht an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben. Eine Grundvoraussetzung, um das Paradies zu betreten. Wir haben immer mehr Leute, die sagen, das ist nicht so wichtig. Egal wie du glaubst, ob du überhaupt glaubst, Hauptsache du bist ein guter Mensch. Nein, immer wieder finden wir im Koran, dass der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala und der Tawhid
das Fundament überhaupt für unseren Glauben sind. Und jeder, der versucht, dieses Fundament aufzubrechen, hat den Islam nicht verstanden. Was heißt denn Islam? Viele sagen dann, ja, Islam ist Friede. Das ist eine Bedeutung. Die ursprüngliche Bedeutung von Islam ist welche? Was ist die ursprüngliche Bedeutung von Islam? Sich Gott ergeben. Achso, Entschuldigung, ich habe dich schon erzählt. Ja, kein Problem. Sich Gott ergeben. Hingabe zu Allah. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Und das finden wir immer wieder im Koran, dass Islam im Sinne der Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala verwendet wird. Mit anderen Worten, wenn ich Allah und den Glauben an Allah und die Hingabe zu Allah überflüssig mache und sage, das seien alles Dogmen, brauchen wir nicht, wir brauchen nur den guten Menschen. Das ist meine Frage, wer bestimmt, was gut ist und was nicht gut ist. Das ist immer eine andere Sache. Dann habe ich im Grunde genommen den Islam seines Fundamentes beraubt. Dann ist der Islam nicht mehr der Islam. Ganz einfach, Punkt. Dann ist der Islam nicht mehr der Islam. Das ist genauso, wie wenn jemand kommt und sagt, ich bin Christ, aber ich glaube nicht an Jesus. Und ich glaube auch nicht, ja, dass Jesus für die Menschen am Kreuz gestorben ist. Das ist für das Christentum, das heutige Christentum, das Fundament, das Glaubensfundament, was alle Christen, egal welche Konfession sie angehören, einigt. Also jemand, der heutzutage als Christ den Kreuzestod Jesus in Frage stellt, wie stellen sie ja in Frage als Muslim, ist eine andere Sache, aber ich rede jetzt von Christen aus christlicher Perspektive. Wenn heutzutage ein Christ sagt, ich glaube nicht daran, dass Jesus für die Menschen am Kreuz gestorben ist, dann ist er kein Christ. Er ist ja kein Christ, kann er sich Muslim dann gerne, aber er ist kein Christ. Das ist einfach so. Und wenn jemand sagt, wir brauchen nicht, sagen nicht wirklich den Tauhid, das ist nur eine nebensächliche Sache, es kommt nur auf die guten Daten an, dann ist er kein Muslim. Weil das einfach ganz klar, ja, das Fundament des Islams ist. Der Name Islam sagt das schon aus. Ich brauche diese absolute Hingabe zu Allah ta'ala. In jeder Hinsicht. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Er pflegte nicht an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben. Und jetzt, wala yaquddu ala ta'ami miskin, und nicht zur Speisung des Armen anzuhalten. Und das ist wieder sehr interessant. Das finden wir immer wieder. Haben wir schon in so vielen Sunnen gehabt. Und zwar, die Beziehung des Menschen zu Allah und die Beziehung des Menschen zu seinen Mitmenschen. Das sind die beiden Grundlagen des Islam. Das sind die beiden Grundlagen des Islam. Wir haben einmal diese horizontale Beziehung zu den Mitmenschen und die vertikale Beziehung zu Allah. Das ist das, was den Islam ausmacht. Und das finden wir gleich am Anfang des Sunnah Al-Baqarah. Gleich am Anfang wird es klargestellt, worum es geht im Islam. Huda lil Muttaqin, als Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Alladhina yu'minun bil Ghaib, die an das Verborgene glauben, subhanallah. Die Einige, die jüngsten Tag, etc. Wa yuqimuna as-salah, jetzt diese vertikale Beziehung, ihre Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, durch das Gebet. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgehen. Das ist immer wieder, findest du an allen Ayat des Koran, in sehr vielen Sunnen des Koran, in sehr vielen Abschnitten findest du das. Und hier wieder wird beides erwähnt. Einmal der Glaube an Allah und einmal die gute Beziehung zu den Mitmenschen, dass ich bereit bin, mich für die Menschen einzusetzen. Wer versucht, das eine von dem anderen zu trennen, hat den Islam nicht verstanden. Kann noch so schön reden, noch so philosophisch darkommen. Er hat den Islam am Ende nicht verstanden. Weil er nämlich eine der zwei Hauptsäulen des Islam, nämlich der Glaube an Allah, komplett beseitigt hat. Und dann, Allah Ta'ala erwähnt die Gründe, warum er nicht das Paradies betritt. Und jetzt, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ, so hat er hier heute keinen barmherzigen Freund. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ, und auch keine Speise außer Jauche. Was ist Jauche? Was ist Jauche? Was ist Rislin? Weißt du, was Jauche ist? Ja? Ja, aber was konkret, was ist Jauche? Nicht Gülle, ja, es sind die Ausscheidungen, die Ausscheidungen der Höllenbewohner über Haus auf dem Land. Das Eiter ist, das Ausscheidungen sind. Ja, also etwas, was man sich kaum vorstellen kann. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ, und auch keine Speise außer Jauche.
لا يأكله إلا الخاطئون. Die nur diejenigen essen, die Verfehlungen begangen haben, und zwar absichtlich. Ich erinnere mich an Fehler, absichtlich. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über diesen Abschnitt gesprochen hat, was mit denjenigen geschehen wird, welche die Abrechnung nicht bestehen werden, kommen wir jetzt auf den letzten Teil des Surah. Was war der letzte Teil des Surah, könnt ihr euch erinnern? Und was ging es im letzten Teil des Surah? Was war das nochmal? Und was ging es im letzten Teil des Surah? Hat mir diesen Aufbau am Anfang aufgezeigt gehabt. Ja, dass der Koran wirklich von Allah ist. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Lügner ist. Und das Ganze beginnt mit einem unglaublichen Schwur. Ich finde diese Schwur so unglaublich, so einmalig. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبَصِّرُونَ وَمَا لَا تُبَصِّرُونَ. Nein, ich schwöre bei dem, was ihr seht und bei dem, was ihr nicht seht. Ja, Allah Ta'ala, er schwört bei allem. Ob wir es sehen können oder ob wir es nicht sehen können. Und nur weil wir es nicht sehen können, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Und das ist das Problem der Menschen. Die sagen, ja, ich kann Allah nicht sehen, also kann er nicht existieren. Und dieser Dummkopf, er glaubt, dass nur Dinge existieren können, die man auch sehen kann. Und vergisst, dass die Menschheit jahrhundertelang nichts von Strom wusste, obwohl er existierte. Nur weil ich eine Sache nicht sehen kann, heißt es nicht, dass sie nicht existiert. Sondern es gibt Dinge, wo ich mir sicherer sein kann, dass sie existieren, als, obwohl ich sie nicht sehe, als Dinge, welche ich sehen kann. Was? Ja, aber auch Dinge, wo ich mir absolut sicher sein kann, das muss existieren. Ich gebe euch Beispiel. Ja? Ich bin mir absolut sicher, dass diese Flasche hier in einer Fabrik hergestellt wurde, die irgendwo existiert. Ich weiß nicht wo, ich kenne sie nicht, habe sie nicht gesehen, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es diese Fabrik gibt. Ich bin mir dessen sicherer als viele Bilder, die ich heute sehe aus der beispielsweise Ukraine oder weiß ich wo, wo Sachen gezeigt werden per Video, aber ich nicht weiß woher, wer das gezeigt hat, ja, ob das Bild vollständig gezeigt wurde. Ja? Ich sehe es zwar mit eigenen Augen, aber ich kann es nicht so genau sagen und mir so sicher sein, wie bei dieser Flasche, dass sie in einer Fabrik hergestellt wurde. Das heißt, es gibt Dinge, die ich nicht sehen kann, aber ich bin mir absolut sicher, dass es sie geben muss. Und wenn ich mir bei einer Flasche sicher sein kann, dass es sie geben muss, bei einer Fabrik, so einer Flaschenfabrik, ja, wo diese Flaschen hergestellt werden, sicher sein muss, ja, dass es sie gibt, weil nämlich diese Flasche hier gerade in meiner Hand ist und ich aus ihr trinken kann, wie kann ich mir denn nicht sicher sein, dass Allah Ta'ala existiert, der uns alle hier erschaffen? Und nein, ich schwöre bei dem, was ihr seht und bei dem, was ihr nicht seht. Nur weil ihr es nicht sehen könnt, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Und jetzt, worauf schwört Allah Ta'ala? Er schwört darauf, dass der Gesandte Allahs ein edler Gesandter ist. Innahu laqawlu rasulin kareem. Das sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Ihr habt Jibril alaihi salam vielleicht nicht gesehen, wie er mit dem Koran auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Aber ihr habt den Propheten gesehen, was er für ein edler Mensch gewesen war. Ihr habt gesehen, es ist jemand, der nicht lügt, der vertrauenswürdig ist, der mit einer Sache gekommen ist, die ihr noch nie zuvor gehört habt, der nur zum Guten aufruft. Reicht aus euch nicht als Beweis dafür aus, dass er wirklich ein Gesandter Allahs ist. Innahu laqawlu rasulin kareem. Wa ma huwa biqawli sha'ir. Qalilan ma tu'minun. Das sind nicht die Worte eines Dichters, wie wenig ihr glaubt. Wa la biqawli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Und das sind auch nicht die Worte eines Wahrsagers, wie wenig ihr bedenkt. Und hier nochmal diese schöne Überlieferung von Umar ibn Khattab, die wir im ersten Unterricht über Surah Al-Haqqa erwähnt hatten. Und zwar wird immer überliefert von Imam Ahmed, radiallahu anhu, dass Umar ibn Khattab sagte, خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم. Ich bin hinausgegangen, um sozusagen zu gucken, wo der Gesandte Allahs ist, bevor ich Muslim wurde. فوجدته قد سبقني إلى المسجد. Ich habe gesehen, wie er vor mir schon in der Moschee war, das heißt bei der Kaaba. فقمت خلفه. Ich bin dann hinter ihm. فاستفتح سورة الحاقة. Wir hatten uns auch als Beleg genannt dafür, dass Sura al-Haqq mekkanisch ist und dass sie wahrscheinlich um das fünfte Jahr nach der Bi'sa dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurde. فاستفتح سورة الحاقة. Er fing mit Sura al-Haqq an. فجعلت أعجب من تأليف القرآن. Ich habe mich gewundert über die Schönheit des Korans, wie er aufgebaut ist. قال فقلت كاهن. Ich habe dann gesagt, bestimmt ist er ein Kaahn.
Woraufhin der Prophet dann gelesen hat, وَلَا بِقَوْلِ كَهْنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Und das ist auch nicht das Wort eines Kahin, eines Wahrsagers. Ja? Wollt ihr nicht sozusagen euch Gedanken machen? Ja? Und daraufhin kam was? Ja? تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Genauso auch mit dem Sha'ir. Es gibt da noch eine andere Überlieferung, weil ich weiß, wo nochmal auch gesagt wird, dass er gesagt hat, das ist bestimmt ein Sha'ir. Und da kam dann die erste Ayah, die wir gerade zitiert hatten, وَلَا بِقَوْلِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ. Das sind nicht die Worte eines Dichters, die wenig beglaubt. Ja? Also, subhanallah, er hat sich diese Gedanken gemacht und der Koran hat ihm direkt eine Antwort gegeben. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Es ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَوِيلَ. Allah sagt es auch, was wäre, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mustaqbal gewesen wäre? Was hätte Allah ta'ala mit ihm gemacht? Und wenn er sich gegen uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte, was wäre dann? لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ. Hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Und ihn hier auf sicherlich die Herzader geschnitten. Was bedeutet das? Also wir hätten ihn sterben lassen. Und zwar auf eine Art und Weise, die ein Zeichen für die anderen ist, was mit einem Menschen geschieht, der behauptet, ein Gesandter Gottes zu sein. Das haben wir immer wieder auch gehabt, subhanallah. Ja, in der Geschichte von Lügenpropheten, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie auch in der Dunya bestraft hat. In der Dunya bestraft hat. Ja, ob es Musaylim al-Kadab ist, ja, oder ob es Ghulam Ahmed ist, Mirza, ja, oder auch andere, ja, welche einen sehr, sehr schlimmen Tod gestorben sind. Weil sie nämlich etwas behauptet haben, was sie nicht gewesen sind. Oder Allah ta'ala sie dann auch bloßgestellt hat. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Und niemand von euch hätte uns dann von ihnen abhalten können. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Er, also der Koran, ist wahrlich eine Erinnerung für die Gottesfürchtigen. وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. Und wir wissen wahrlich, dass es unter euch Leugner gibt. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Und er, also der Koran, ist wahrlich ein Grund zum Gram für die Ungläubigen, weil die Ungläubigen wollen nicht, dass der Koran sich verbreitet. Sie wundern sich, wie können die Menschen so fest am Koran, fest auch heutzutage, subhanallah. Ja, viele wundern sich, warum sind die Muslime so extrem, warum sind sie so vernacht in ihrem Glauben? Alhamdulillah, das ist der Glaube Allahs. Ja, wie kann ich nicht daran festhalten? Ja, warum sind die Moscheen voll, während andere Gotteshäuser leer sind? Viele wundern sich. Ich meine, mal ganz ehrlich, kennt ihr eine Religion, gegen die so gehetzt wird wie gegen den Islam? Irgendeine Religion, gegen die so gehetzt wird wie gegenüber dem Islam? Ich kenne keine einzige. Ich glaube, ja, wenn man gegen eine Religion so hetzen will, wie gegen den Islam, Allah Akbar, die würde wahrscheinlich gar nicht mehr existieren. Ja, so viel Propaganda, wie gegen den Islam gemacht wird und gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht wird, gibt es nicht. Ich meine, guck mal, Hinduismus, Kastensystem, also ganz komische Dinge, immer noch Witwenverbrennung, all das gibt es heutzutage immer noch. Keiner redet darüber, interessiert keinen. Es ist etwas Exotisches, muss man akzeptieren, tolerant sein gegenüber den Menschen. Ja, es ist einfach so, es ist ihre Tradition. Aber ein Muslim, ist alles falsch. Egal was sie machen, es ist immer falsch. Und trotzdem, subhanallah, der Islam verbreitet sich weiter. Und das ist ein Kram, wie viele Menschen können das nicht verstehen. Verstehen Sie, wie kann das sein? Der Islam verbreitet sich, obwohl gegen ihn so gehetzt wird. Wie wäre es erst, wenn man Werbung machen würde für den Islam? Dann würde sich noch viel mehr verbreiten. Wie wäre es erst, wenn die Muslime wenigstens richtige Muslime wären? Es ja, ist ja so, dass die wenigsten wirklich richtige Muslime sind. Ja? Allahu Akbar. Dann hätten wir wirklich diese Ayah, und du würdest sehen, wie die Menschen in Scharen in den Islam eintreten. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. Und er ist wahrlich die reine Gewissheit. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. Allahu Akbar. Ja, wie dieses so abschließt mit einer Aufforderung. Die Aufforderung, sich Allah zu wenden. Es wird immer viele Menschen geben, welche sich gegen den Islam stellen. Und Allah weiß es, er sagt ja, ich weiß, dass es unter euch Leute gibt. Es wird immer Leute geben. Und ich als Muslim muss mich darauf einstellen. Weil manche Muslime sagen, ja, warum nehmen die Leute nicht den Islam an? Der ist doch so klar und deutlich. Aber gerade, er weiß, dass nicht alle Menschen den Islam annehmen werden. Es wird immer Menschen geben, die sich gegen den Islam stellen werden. Es wird immer ein Abu Lahab, immer ein Abu Jahl geben. Und noch viel schlimmerer. Immer ein Pharaon wird es geben. Was ist meine Aufgabe als Muslim? Auf Allah zu vertrauen. Um mich auf Allah Ta'ala, den Gewaltigen, zu stützen und ihn lobzupreisen und meinen Weg zu gehen. So wie es Allah Subhanahu wa Ta'ala hier jetzt direkt von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam verlangt hat. Unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er hat diese Ayah genommen und als Dua für den Ruku' genommen. اجعلوها في ركوعكم
Nehmt es für euren Rukur. Und deswegen sagen wir im Rukur was? Subhan Rabbi al-Azim. Gepriesen sei Allah, der Gewaltige. Das ist Surat al-Haq gewesen. Eine unglaublich starke Surat. Also typisch mekkanisch, welche wirklich die Menschen aufrüttelt. Und Alhamdulillah haben wir sie jetzt auch geschlossen mit Fortbildung der Herr Azzawajal und werden, inshallah ta'ala, mal gucken, ob wir nächste Woche, ich weiß noch nicht, ob ich mit der nächsten Sura beginnen werde, ich muss mir das noch überlegen, inshallah, aber wir werden auf jeden Fall als nächstes Surat al-Qalam haben, inshallah ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.